Okay. Yeah. That's cool. Okay. Wir sind jetzt hier am Stand von TurboSmart. TurboSmart haben wir auch bei uns im Programm. Wir sind Händler von TurboSmart, machen Wastegates, Blow-Offs, diverse Ventile etc. Wir stehen jetzt hier mit Stuart. Stuart ist für die UK-Abteilung von TurboSmart zuständig. Für die, die es nicht wissen, TurboSmart ist aus Australien, hat eine Niederlassung in den USA und in England. Und Stuart hilft uns jetzt ein bisschen mal, uns die neuen Produkte zu erklären, worum es geht und ja, was jetzt gerade jetzt hier in dem Jahr auf der CIMA neu ausgestellt wird. That's cool. Also ein Teil, den ich wirklich nicht wusste, das Anti-Lag-System. Viele kennen den Namen Anti-Lag. Und Anti-Lag bedeutet, ich kann halt in einem Schaltvorgang, das wird bei Rallye-Cars grundsätzlich immer benutzt, in einem Schaltvorgang, wo ich kein Gas habe, um den Turbolader anzutreiben, kann ich den Ladedruck aufrechterhalten. Ich kenne das Anti-Lag-System so, dass Kraftstoff in dem Krümmer eingespritzt wird, dadurch erzeugt das Explosion und das treibt weiter in den Turbolader an. Der Nachteil der ganzen Sache ist, der Turbolader wird dadurch extrem belastet, weil diese Explosionen sind relativ unkontrolliert und die sind extrem heiß. Und jetzt gibt es eine Version, und die kannte ich in der Tat nicht, wohl jetzt in der Rallye auch offiziell. Es wird einfach Luft, und zwar das ist in dem Moment der Druck vom Turbolader, zurückgeführt in der Abgasanlage. Das heißt, es wird am Turbolader vorbeigeführt in den Krümmer und dann treibt diese frische Luft, welche kühler ist und damit den Turbolader nicht so belastet, wiederum den Turbolader an. Das heißt, der Turbolader treibt sich in dem Moment erstmal selbst an, was den Ladedruck für eine kurze Zeit aufrechterhält. Ist jetzt keine Erfindung von TurboSmart, sondern es ist im Prinzip in den Rallye-Autos sowieso schon verbaut. Und hier aber jetzt gibt es dieses Ventil einzeln, sozusagen zum Nachkaufen für jeden, der sich sowas bauen will. Und das ist eine super coole Sache, das werden wir mal demnächst ausprobieren. Man kann das praktisch sich jetzt nachrüsten. Statt einem Blower-Ventil baue ich das Ding ein, führe die Luft in den Krümmer zurück und kann mir ein Anti-Lag selber bauen.